Ich bin gerade mega am Stress. Ich hatte Schule, da habe ich noch Englisch-Vokabeln geübt, weil in Englisch, da hatte so ein Drittel der Klasse, wir sind 30 Leute, hatte eine 5 und unser Lehrer meinte, solange ein Drittel keine 5 mehr haben, dann solange schreiben wir dann immer den gleichen Vokabeltest. Und ich hatte eine 1, das ist ziemlich, ziemlich doof, finde ich. Aber ja, ich muss jetzt auf jeden Fall zum Friseur, damit die Haare abkommen. Darauf freue ich mich schon irgendwie mega. Und dann muss ich noch Deutsch lernen, das Video schneiden, also mega stressig heute. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich war jetzt beim Friseur, bitte nicht wundern, dass die jetzt hier so komisch hochstehen. Das hat die Friseurin so gemacht, aber das ist morgen auf jeden Fall anders. Ich weiß nicht, hattet ihr das schon mal, dass ihr die Haare so richtig geil, also dass ihr die so richtig cool fandet nach dem Friseur? Weil ich glaube, es hat niemand, dass er die Haare nach dem Friseur wieder direkt mag. Also ich finde, die sind schon ganz schön gut geworden, wenn die jetzt nicht so stehen würden. Aber ich bin auf jeden Fall relativ zufrieden, muss jetzt noch das Video für heute schneiden. Aber ich muss mich jetzt auf jeden Fall erstmal beeilen. Also das ist so für meine Haare, die sehen gerade ein bisschen scheiße aus, aber die hat da so komischen Wachs reingetan, nicht so wie ich, den man halt so bewegen kann, sondern der ist so fest. Aber ich wollte jetzt nochmal drei Fragen beantworten. Aber als erstes, ich habe nämlich gestern, ich habe jetzt gerade gestreamt, weil der Vlog, da waren irgendwie sau viele Dateien weg und sau viele Dateien waren, wo jemand durchgelaufen ist auf dem Spielplatz, Kinder, wo wir halt die Bottleflips gemacht haben. Und dann auch auf der Straße Kinder, wo Leute durchgelaufen sind. Also die, wo Kinder durchgelaufen sind auf der Straße hinter dem Bild, ihr versteht. Deshalb konnte ich das nicht nehmen und deshalb muss ich jetzt leider wieder streamen. Auch wenn ich eigentlich viel lieber vlogge als filme, das muss ich auch echt sagen. Und da ist gerade dunkel, da gucke ich gerade in die Dunkelheit. Aber ja, und ich habe mir gestern neue Schuhe bestellt. Und zwar könnt ihr jetzt mal hier oben raten, welche das sind. Und zwar gebe ich euch zur Auswahl Adidas Ultra Boost, Adidas NMD und Adidas ZX Flux. Könnt ihr mal raten, welche ich mir gekauft habe. Ich finde alle cool, aber eine davon habe ich mir gekauft. Könnt ihr mal raten. Aber ich wollte jetzt nochmal drei Fragen beantworten. Und zwar kommen zwei vom einfach Linus oder einfach Luis, weiß ich gerade gar nicht. Und einen von Nuria. Und zwar, die Nuria möchte wissen, wann ich meine Tasche packe. Und ich packe meine Tasche immer abends. Weil sie wollte wissen, ob ich die morgens in der Früh oder abends packe. Ich packe die Tasche immer abends. Das kann ich sagen. Und der einfach Linus möchte wissen, wann und warum ich mit dem Vlog angefangen habe und warum, weil ich habe halt bei Casey Neistat, Roman Edwards, Dana und allen hat schon gesehen, dass Vloggen anscheinend sehr cool ist. Ich wollte eigentlich erst sogar ein Englisch vloggen, but my English is really bad, so. Ja, da habt ihr mal kleine Auszüge gehört aus meinem Bad English. Und die haben mich halt inspiriert. Damals hat Oscar noch gar nicht gevloggt, als ich angefangen habe. Vloggen für mich war Mai. Und Tim Borkum Vlog, da habe ich das auch noch nicht. Und das mit den Lutz bearbeiten, da denken wir schon viel, ich hätte das von Oscar, aber das stimmt nicht, weil das mit den Lutz bearbeiten, das habe ich. Ich wusste, bis ich irgendwo Lutz mal im Internet gefunden habe, gar nicht, dass Lutz existieren. Den Bockenblock, den habe ich noch alleine gegradet mit einem Plugin. Also so komplett alleine gegradet, den Bockenblock. Den kennt ihr bestimmt gar nicht. Das ist 200 Abonnenten Special. Und wann, deshalb habe ich angefangen. Und wann habe ich mir die Kamera gekauft? Ich hatte beim Bockenblock hatte ich noch eine Spiegelreflexkamera, die war so mega groß. Kennen ihr das 1200D? Damit konnte man das auch gut machen, weil die hatte halt kein gutes Mikrofon. Das habe ich jetzt die und mit der bin ich mega zufrieden kennen. PowerShot G7X, habe ich ja schon tausendmal gesagt. Und warum mache ich hier die ganze Zeit so Mimik-Gestik, keine Ahnung. Ja, und die habe ich mir halt direkt gekauft, als ich wusste, dass ich daily vloggen möchte. Ja, was war's jetzt? Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Haut rein und ciao.